Das schönste Fest der Christenheit, das feiert man zur Weihnachtszeit. Auf unserem ganzen Erdenball denkt man an die Geburt im Stall, die alle Jahr mir noch erleben, wie Gott der Herr seinen Sohn hat geben, der ganzen Menschheit als ein Kind, durch das die Welt ihren Frieden findet. Gern songen die Menschen unserer Zeit mehr wieder die Besinnlichkeit, weil es nur was Besseres auf der Welt gibt, als wie bloß die Jagd nach Geld. Aufrichten wollen sie Herz und Sinn an dem, was Palden hat sein Gewinn. Die alte Botschaft an die Welt sich zwei Jahrtausend lang erhält, wie es in der Evangeliengeschichte haben die Apostel uns bericht. Vom Engel, der die Botschaft bracht, hat den Hirten mitten in der Nacht, wie sie sich gefürcht haben und sind gelaufen, nach Bethlehem hi, voller Hoffen. Wie es in ein kleiner Stall dort drinne, ein Kindle in einer Krippen finne. Und wie es das als ihren Gott und Herrn in Demut denne dort verehren. Und wie aus ferner Morgenland drei heilige König, Gold und Dant, im Stall bei Esel, Schaf und Rind, haben niedergelegt vorm Jesuskind. In unserer Mundart stelle ich dar die alte Geschichte, wie es damals war. Und schöne Lieder wollen wir bringen, wie wir es zur fränkischen Weihnacht singen. Jetzt fangen wir zum Singen an. Thank you.
Der heilige Lukas uns beschreibt, dass in Nazareth sein Geschäft betreibt, der Josef dort als Zimmermo, dem's die Maria traut hom o. Zu denne zwar ist in ein Summe der Engel Gabriel hinkomme und gräßt die junge Frau recht schee vor unserem Herrgott in der Hee. Er spricht, du bist gebenedeit und das bald kommen soll die Zeit, wo sie ein Kindler wird gebären, ein großer König soll es werden und herrschen über unsere Welt. So hat's der Engel ihr vermeldet. Das, was der Himmelsbot hat gesagt, ihr gleich einen großen Schrecken macht, bis nur recht schaut, war der schon fort. Maria aber hebt jedes Wort tief in ihrem Herzen drinnen auf, richt ihre Augen zum Himmel nauf und denkt bescheiden sich und still, mir geschicht, wie es unser Herrgott will. Wie das ja jede Frau wohl tut, macht sie die Maria recht viel Mut. Denkt noch oft in der ernsten Zeit, wie es auf ihr Kind sich vorbereitet. Ihr Josef lässt's halt oft allein, er muss bei seiner Erbe zahlen. Er hat's nicht leicht als Zimmermo, wie jeder sich das denken kann. Eine Weile drauf macht seine Frau sich zusammen, geht fort eine Zeit lang vor der Hamm. Ihr Bäsler, die Elisabeth,
hat's gar so lang schon gesehen nicht. Sie hätten viel miteinander zu reden, was mit einem Mannsbild nicht gern täten. So hat's ihr Bündel dabei geschnürt, der Weg übers Gebirg sie führt. Wes bei ihrem Bäsler dann kommt o, war das erfreit und ein Hallo. Die Elisabeth war schon bereit und grüßt's. Du bist gebenedeit. Genauso, wie es der Engel gesagt, der damals ihr die Botschaft bracht, dass sie sollt Gottes Sohn gebären. Und etzert muss es wieder hören. Voll Freit im Herzen dort's gleich lohm, ihren Schöpfer, der im Himmel droben. Und spricht, mei Seel erhebt den Herrn, sein Willen gemäß vollend ich's gern. Zu derer Zeit im gleichen Jahr, wie der Augustus Kaiser war und der Quirinius als Fürst im Land Judäa dort herrscht, hat die Regierung für die Leid eine große Schätzung vorbereitet, dass jeder Bürger, wo sie's kehrt, zum Steuerzahlen aufgefordert wird. Und Ader Josef muss begeben, sich zur Bezirksstadt Bethlehem. Weit ist der Weg und die verschneit. Denn es war gerade die Winterszeit und recht arg kalt im selben Jahr, wie es schon seit langer Zeit nicht war. Nach 5 Stunden Fußweg kommt es o, dort mäht Maria mit ihr Mo. Fürs junge Weible war es arg schwer, denn das kommt vor ihrem Zustand her. Jetzt brauchten sie ein Nachtquartier, doch närchert sings eine offene Tür. Hell sind erleicht die Stumm und Zimmer, vom festlichen Sonntagabendschimmer. Ein Geschrei, eine Musik und ein Hetz,
Wo es nach einem Zimmerfrauen herrn's jetzt? Wir haben keinen Platz, es ist nichts frei. Schaut euch woanders um ne Glei. Auf Mitternacht, hi dort scho geh, unser Maria spürt ihr weh. Da könne es grad einen Stall no finne, mit einer Futtergrippe drinne. Dort nei liegt's auf Hai und Stroh, ihr Erstgeborens, ein kleiner Bo. Die Bürger Bethlehems wollen wir wachrütteln mit der Nummer 50 aus dem zweiten Band. Wacht doch auf, ihr stolzen Bürgersleid. Auf einer Wiesen vor der Stadt haben Schafhirten ihren Weidplatz gehabt. Im Sommer mocht die Arbeit geh, im Winter hat's der Hirt nicht schee. Drei Männer heden da ihr Schaf und finden in der Nacht keinen Schlaf. Und wie sie sich so unterhalten in der Winternacht der Kalten, da sagt der Michel zu seinem Freund: Horch, Schorsch, so erkält wie heint, was ich bald nicht seit 15 Jahren. Die Nacht war grad so seltsam klar, der Michel mahnt, weil's vor der Kält, vor der Argen hast erzählt, fällt mir doch ein alter Meer, der mir mein Bart von früher her
als kleiner Burscher hat verzählt. Eine Prophezeiung wird erfüllt, dass, wenn einmal ein großer Kelt, wie es heuer ist, herrscht auf der Welt, dann soll der Messias kommen. So habe ich es von meinem Bart vernommen. Ja, und der tät uns noch erlösen aus der schlechten Welt der Bösen. Wenn er einmal uns Menschen allen Frieden bringt und Wohlgefallen. Steht halt jetzt sehr still und lauscht ein Wengler im Band 1, die Nummer und Seite 54. Mit den Hirten ist er gefret. Vor lauter Plaudern sehen die nicht, dass immer heller wird die Nacht. Der Mond hat das nicht fertig gebracht. Ein Licht kommt jetzt vor Weiden her. Vor Angst und Schrecken song's nichts mehr. Und mittendrin ein weißer Gestalt. Da wird's ihnen haß und kalt. Jetzt dort in der nächtlichen Stund ein Engel den Hirten kund. Ehr und Preis sei Gott dem Herrn. Ihr Männer braucht nicht verächtet werden, geht her zu mir und horcht mir zu, was ich euch jetzt verkünden do. Ein göttliches Wunder ist heut geschehen, und ich hab's auch schon selber gesehen. In Bethlehem drüben in der Stadt, die Geschichte sich dort zudrang hat. Heut hat eine Jungfrau auserkoren, uns dort den Herrn der Welt geboren. Ihr aber sollt die Ersten sein, die in der Stadt sich finden ei. Das Zeichen aber merkt euch gut, ein Stern vor euch herwandern dort. Der zeigt den Weg nach Bethlehem, ein großer Freit wird ihr erleben, wenn in ein kleiner Stall ihr findet, in Windeln gewickelt ein kleines Kind. In einer Krippen liegt's auf Stroh, und wenn es anschaut, lacht's euch zu. Das Bäble, das euch sicher gefällt, wird einmal sei der Herr der Welt. Wie es früher die Propheten gesagt, so habe ich euch die Botschaft gebracht. Doch jetzt, ihr Männer, macht euch auf und schaut mal schön zum Stern dort nach. Der führt euch bis nach Bethlehem. Der darf dem Weg recht Obacht geben. Denn ich muss jetzt wieder gehen, Ehre sei Gott drum in der Höhe. Bis die drei ihren Schreck verwunden
war der Engel schon verschwunden. Hätten's doch vor Angst bald griene, wie der vorhin ist erschienen. Aber jetzt kriegen's neue Mut, denn was der verkündigt hat, lässt die Hirten nicht verharren, nimmer nauf zum Himmel stand. Schorsch und Michel, sagt der Heine, was mir kehrt haben, will mir scheine, ist ein besonderer Fingerzeich. Der kommt drum vom Himmelreich und dem sollt mir folgen jetzt gleich. So haben's gesprochen, alle drei. Thank you.
Und nur in derselben Nacht haben die auf dem Weg sich gemacht. Vorher haben sie jeder sein Teil zusammenpackt, nur in aller Eil. Was als Geschenke mit wollen nehmen, denn sonst meistens er sich schäme. Wenn sie mit leeren Händen gar täten, dort vor ihren Heiland treten. Und wie sie miteinander laufen, im tiefen Schnee, wenn sie tüchtig schnafen. Da mahnen sie Herrn, wo was singe und feine Instrumente klinge. Ganz leis, als kummert's aus der Fern. Am Himmel drome leicht der Stern, der langsam zecht vor ihnen her. Der Weg macht denen viel beschwer. Nach 3 Stunden sind sie in Bethlehem und dort wollen sie sehen, was sich begeben. Da bleibt der Stern drum in der Höhe, auf einmal jetzt am Himmel steh. Bald stehen es vor einem alten Haus, wohin im Hof ein Stall ist draus. Dort drinnen liegt auf Heu und Stroh ein herzig schöner kleiner Bo. Und um sein Gesichtler ist so hell, dass Niederfallen gleich auf der Stell, die über Nacht in Hirten leid und Lohm ihren Herrgott voll erfreit. Geschrieben hat er vor kein Geschichtenbuch, wie es jetzt in ihrer schlichten Sprach dort ihre Geschenke braten aus, die sie mitgebracht haben vor draus. Wir sind 3 arme Hirtenleid, die kommen her zur Krippenheit. Ein Engel hat uns davor gesagt, drum haben wir auf dem Weg uns gemacht.
Kein Reichtum haben wir und kein Geld, weil es selber uns am Nötigen fällt. Aus Säck und Taschen zings ihr war, des Niederlegen beim Heiligen Bohr. Er wollen's Jäckle und ein Schal, noch friert's euch nicht in dem Stall. Da pfeift der Wind ja ganz schön rei, des wird euch schon willkommen sein. Bescheiden hat's der Michel gesagt, doch auch der Heine hat was bracht. Ein Kännle Milch und Gaggerle bring ich für euer Waggerle. Ein Säckle Mehl und ein wenig Butter, noch macht ein Pfannerkorn die Mutter. Und auch der Schosch hat was dabei, des er am Gribbler ausbackt gleich. Mai, Äpfel, Nüsse und Mandelkern moch euer Kindle sicher gern. Wir haben schon gehört, wie's vor der Nosen die Türen und Fenster zu haben gestoßen und wissen wohl, wie weh das tut, weil selber mir oft leiden Not. Richt euch nicht auf, ihr guten Leid, und habt dann uns dafür erfreit. Denn was mir schenken, geh mir gern, kehrt's doch für'n Heiland, unsern Herrn. Lieber Bruder, geh auch mit mir im Band 1, die Seite 50. Wie übergroß war doch die Freit, die bracht haben die drei Hirtenleid her in den kleinen Armseelenraum. Fürs heilige Paar war's wie ein Traum, sie können bald kein Wörtler song, so hat's ne die Red verschlung. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich frei, sagt die Maria zu die drei. Habt herzlichen Dank für all die Gaben, des Essen wird mein Kindle lahm. Und all die andere schöne war, Josef, ist das nicht wunderbar? Und der, der zählt, wie es in der Stadt, haben so arg Angst und Kummer gehabt. Kein Mensch hat Herberg geben uns wollen. Weh hätte das Kindle kummer sollen.
kein warmer Stumm, kein Stoll, kein Bett. Und jeder sagt, bei uns geht's nicht. Weil unseren Platz mir selber braun, vielleicht dort's Eich woanders staun. Bis endlich in einem alten Haus mir gefunden haben den Stall heraus. Ein Ochs, ein Esel, ein Koh, schauer bei der Geburt uns zu. Kein Mensch hat geholfen uns dabei, ach, waren die Stunden für mein Weih. Doch jetzt ist unser Kindle da, drum Gott ich herzlich danken mo und bitt in Demut unseren Herrn, das singt er euer Opfer gern. Was ihr gegeben habt, ist mehr wert als Gold und Reichtum unserer Erd. So ist die erste Christnacht gewesen, wie es in der Heiligen Schrift mir lesen.
Die Hirten aber voller Glück kehren wieder zu ihr Herden zurück. Wie's hamt so sind, dann wieder gloffen, haben's unterwegs viel Leid nur troffen. Denn der Zins, was sich begeben, in dem gern Stall in Bethlehem. Gewundert hat drüber sicher jeder, verstanden haben sie's doch erst später. Und in der Bethlehemer Stadt hat sie des Ball rumgesprochen gehabt, was in dem Steller dort ist geschehen, drum wollen alle des Kindler sehen. Des Amol, so wie es prophezeit, soll herrschen über Welt und Zeit. Nicht lang danach sind andere kumme, die a die Botschaft haben vernumme, und hergeführt hat's derselbe Stern vom Morgenland kumme de Herrn. Und vor königlichen Blut sollen sei, die sich finden da im Kribblerei. Ihnen ist verkündigt worden, dass dort ein König wär geboren. Drum machen's bald ihren Tross bereit, zu der Reis gut 100 Leid. Sie denner viel Gebäck verschnüren, der Stern am Himmel drum wird's führen. Und weil ihr Weg war lang und weide, drum waren die königlichen Reiter a gode Wochen später droh, wie's an der Krippen kumme o. Doch anders wie die arme Hirten, denn es des Kindler reich bewirten. Gold, Weihrauch, Gewürz und schöner Dant haben die drei Herren vom Morgenland mitbracht zu den armen Leid, die dort in übergroßer Freit sind voller Dankbarkeit bewegt, wie es ihre Geschenke niedergelegt. Maria und ihr Mo verwirren das Gold, der Weihrauch und die Myrrhen. Vor lauter Glück sind's ganz verlegen, denn sowas, das haben's noch nicht gesehen, wie es gnäher hie die hohen Herren des Jesuskindler zu verehren. Fällt nen die Prophezeiung ei, des Kind soll der Messias sei. Jubelt, vorbei, ihr setzt ihn an.
So worn wärst oft nur heit der Fall, vereinigt in dem kleinen Stall, die Arme und die Reichen leid, Ermahnung bis in unsere Zeit. Hirten und König haben uns geben, ein Zeichen dort in Bethlehem, des durch Jahrtausend nur bis heit den echten Sinn der Weihnachtszeit vor Augen uns führt, dass man bedenkt, es kommt drauf ohnet, was man schenkt. Drum knüpfe ich den Gedanken droh, auf die Gesinnung kommt's wohl o. So bitte ich euch, lasst in die Herzen hell strahlen unsere Weihnachtskerzen und dass das Wort erfüllt sich allen vom Frieden und vom Wohlgefallen.
bevor die letzte Musik erklingt, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben, dass das heute so ein wunderbarer Abend für uns werden kann. Als erstes bei denen, die meine komplizierte Planung verstanden haben und dann umgesetzt haben beim Sitzplatz verteilen. Aber die Kirche war wirklich komplett ausgebucht und wir haben das ganz genau einteilen müssen. Danke, dass Sie alle so diszipliniert mitgemacht haben und dass jeder sein Plätzle gefunden hat und auch jeder mit Abstand sicher hat sitzen können. Vielen Dank an euch, die ihr das alles vorher mitgemeistert habt und alles hergerichtet habt. Ja, aber dann, was wäre so ein Abend nur mit den Texten, sondern die Musik, die ist ja da ganz, ganz wichtig. Und es ist einfach was Wunderbares, so ein Zittertrio vor uns zu haben. Der Herr Gramsamer und seine beiden Mitstreiter, die sind ja immer wieder mal bei uns da. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Musik die Herzen erwärmt haben. Und aus der Not heraus geboren, letztes Jahr im Lockdown, als plötzlich es geheißen hat, Ausgangssperre auch am Heiligen Abend, keine fränkische Christ mehr möglich. Dann haben wir dieses wunderbare Trio, den Lichtenauer Dreigesang, gegründet. Halt, ich muss mal aufpassen, ich check's glaube ich immer noch nicht. Ne? Also, der Lichtenauer Dreigesang, dreistimmig singen sie, aber eben als Doppeltrio letztendlich. Und die jungen Leute um die Katrin Daubinger, die haben sich damals zusammengefunden, dass wir überhaupt Musik machen haben können und den Menschen wenigstens in die Wohnzimmer oder wo auch immer auf dem Küchentisch oder sonst wo der Laptop oder der Fernseher gestanden ist, das nach Hause zu bringen. Das machen wir jetzt heute auch, wir nehmen das auf und wollen das dann wieder ins Internet stellen. Da finden Sie auch noch den Gottesdienst vom zweiten Advent auf Fränkisch und verschiedene andere Sachen, entweder über die Homepage von der Kirchengemeinde Lichtenau oder einfach über den YouTube-Kanal Kirchengemeinde Lichtenau. Aber vielen Dank, dass ihr mitmacht und ich schließe jetzt mal sozusagen das andere, die Auskopplung noch mit ein, nämlich das Kernfranken-Trio, wo halt die Katrin und ich im Duett singen dürfen. Das ist auch ein großes Geschenk, dass ich einmal mitmachen darf. Das ist mir eine große Ehre und dass der Georg Wittmann uns auf dem Akkordeon toll begleitet. Also euch, uns allen, wir haben auch einen Applaus verdient, oder? Ja, Sie haben alle auf Ihrem Platz fränkische Psalter gefunden. Falls Sie noch keinen haben oder noch einen verschenken wollen, dürfen Sie den gern mitnehmen, aber bitte am Ausgang bezahlen. Aber heute ist ein super Sonderangebot. Also, wenn man einen kauft, der kostet 9,95. Naja, wir haben keine Fünferler zum Rausgeben. Wenn Sie aber zwei mitnehmen, egal was, ob jetzt der Hörbuch und den Psalter oder den Band 1 und den Band 2, dann kosten die zwei zusammen plus 15 Euro. Jetzt im Prozent weiß ich nicht, wie viel das ausmacht. Wenn Sie drei mitnehmen, was kostet es dann, Luca? Drei Stück kriegt man für 20 Euro, vier Stück für 25 und wenn man fünf Sachen kauft, für 30 Euro. Also es ist wirklich heute ein ganz tolles Angebot, noch einmal sich auch mit Weihnachtsgeschenken einzudecken. Es ist nämlich auch das Weihnachtsbuch hinten vorrätig, wo schöne Geschichten in Mundart, nicht nur auf Fränkisch, aber doch viel fränkische Mundart in einem Weihnachtsbüchler drin sind, falls Sie es noch nicht haben. Also da dürfen Sie auch gern dran denken. Und dann ist ja vor zwei Wochen unser Weihnachtsmarkt in Lichtenau leider ausgefallen. Und da haben einige Leute Sachen vorbereitet, unter anderem auch der Pfarrer, der hat einen tollen Weinstock im Garten und da sind ganz viele rote Trauben gewachsen und die schmecken am besten als Marmelade. Also habe ich 60 Gläser gekocht und habe gedacht, die kann man wunderbar am Weihnachtsmarkt verkaufen oder gegen eine Spende abgeben für die Diakonie Lichtenau. Und da finden Sie, wenn Sie rausgehen, rechts dann den Tisch. Das sind Marmeladgläser da, die haben unterschiedliche Größen von 2 bis 4 Euro und das dürfen Sie gerne ins Körbchen dann reinlegen. Und dann hat noch jemand, eine wirklich Meisterin ihres Fachs, Strümpf gestrickt. Wunderbare Strümpfe gestrickt. Die Regel ist, also wenn man das einmal um die Hand wickelt und dann passt der Fußteil dann drauf, dann passen die ja am Fuß. Das hat mir jemand erklärt, die das studiert hat. Und die Socken dürfen Sie auch mitnehmen, gehe ich eine angemessene Spende und da denken wir, da ist viel Arbeit drin
Und es ist ja für einen guten Zweck. Also wenn man da vielleicht 8 bis 10 Euro für ein paar Socken übrig hat, das wäre auch schön. Das wollte ich jetzt nur sagen. Sie werden da ganz freundlich bedient da hinten. Passen Sie bloß auf, dass Sie die Abstände halten. Aber es ist so, wir machen dann die Seitentüren auf und die Haupttür. Und dann kann die frische Luft wieder rein und Sie können langsam und mit gutem Abstand rausgehen. Aber nicht ohne, dass ich noch Ihnen einen Segen mitgebe. Für den Rest der Adventszeit und für die Weihnachtszeit. Wir haben die Geschichte heute mal anders gehört, die uns eigentlich bewegen soll, dass wir Menschen was verändern, dass wir umkehren und umdenken. Und dass wir wissen, wir können alle zusammen, ob die Reichen oder die Armen, die Geimpften oder die Nicht-Geimpften oder welche Kategorien wir Menschen aufmachen, um uns zu trennen. Das Kind im Stall sagt, wir können alle zusammen. Und wir gehen alle miteinander unter seinem Segen. Und drum soll euch unser guter Gott segnen. Der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht in Frieden heim und tragt den Frieden weiter. Amen.